Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war und der da ist und der da sein wird in aller Ewigkeit, unser Herr Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, für diesen Sonntag habe ich uns einen Predigttext herausgesucht, der im längsten Kapitel der Bibel steht, ein wunderbares Kapitel, im Psalm 119. Da lesen und hören wir in den Versen 37 bis 50 Folgendes. Wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre, und erquicke mich auf deinem Weg. Erfülle deinen Knecht dein Wort, dass ich dich fürchte. Wende von mir die Schmach, die ich scheue, denn deine Ordnungen sind gut. Siehe, ich begehre deine Befehle. Erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit. Herr, lass mir deine Gnade widerfahren, deine Hilfe nach deinem Wort, dass ich antworten kann dem, der mich schmäht, denn ich verlasse mich auf dein Wort. Und nimm ja nicht von meinem Munde das Wort der Wahrheit, denn ich hoffe auf deine Ordnungen. Ich will dein Gesetz halten alle Zeit, immer und ewiglich. Und ich wandle fröhlich, denn ich suche deine Befehle. Ich rede von deinen Zeugnissen vor Königen und schäme mich nicht. Ich habe Freude an deinen Geboten, sie sind mir sehr lieb. Und hebe meine Hände auf zu deinen Geboten, die mir lieb sind, und rede von deinen Weissagungen. Denke an das Wort, das du deinem Knecht gabst, und lass mich darauf hoffen, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Amen. Wir wollen stille werden und beten. Lieber Herr Heiland, wir wollen dir Dank sagen für diese wunderbaren Verse aus dem Psalm 119, die du uns jetzt schenkst für diese Predigt. Wir wollen dich bitten, dass du in dieser Predigt zu einem jeden Einzelnen von uns sprichst und dass du diese Predigt für jeden Einzelnen zur Erquickung werden lässt, Herr. Dass das geschieht, dass wir deine Stimme vernehmen und dass diese Predigt uns stärkt, das kann nur dann geschehen, wenn du diese Predigt, Herr, segnest. Und darum wollen wir dich alle miteinander bitten. Segne du selber das Reden und das Hören deines heiligen und lebendigen Wortes an uns allen. Amen. Liebe Gemeinde, einige von Ihnen wissen das noch. Vor 2 Jahren habe ich einen Unfall gehabt und da hat es mir den rechten Arm zerrissen, Arm gebrochen und Bizeps abgerissen und dann wurde ich operiert und als ich aus dem Krankenhaus entlassen wurde, bei der Entlassung, hat mir der Arzt ein Rezept ausgestellt. Alles, was ich dann brauchte für die nächsten Tage, was meiner Heilung zuträglich sein sollte. Da gab es unter anderem Physiotherapie, die ich beginnen sollte nach 2 Wochen. Da kriegte ich Schmerzmittel und so eine Salbe für die Operationsnarbe. Nicht? Also so ein ganzes Rezept voller Dinge, die mir helfen sollten, damit ich mit meinem Körper, mit meinem Arm wieder richtig in Gang komme, damit ich wieder zu Kräften komme. Genau das gleiche Gefühl wie bei dem Rezept habe ich hier bei diesem Predigtext. Da habe ich gedacht, als ich den gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, das ist ja auch so ein Rezept, ne, wo ganz viele unterschiedliche Dinge draufstehen, die aber nicht dazu dienen, dass mein rechter Arm wieder voll funktionstüchtig ist, sondern die mir dienen dazu, damit ich erquickt werde. Nicht? Sie haben das vielleicht auch mitgehört, nicht? 3-mal heißt es hier in diesem Predigtext nicht, zur Erquickung halt nicht. Und so habe ich diese Predigt überschrieben, ein Rezept voller Erquickung, das wir hier vorliegen haben, im Psalm 119 in den Versen 37 bis 50, ein Rezept voller Erquickungen. Und ich möchte Ihnen diese 3 Erquickungen hier einmal vorführen, vorstellen, die der Herr uns hier gibt, die er auf den Rezeptblock geschrieben hat. Nicht? Erstens die Erquickung durch die göttliche Führung. Zweitens die Erquickung durch die göttliche Gerechtigkeit. Und drittens die Erquickung durch das göttliche Wort. Diesen 3 Dingen wollen wir nachspüren in dieser Predigt. Das erste, die Erquickung durch die göttliche Führung. Dazu muss man wissen, wir haben 2 Möglichkeiten als Menschen in dieser Welt. Wir können entweder unseren eigenen Weg gehen
oder wir gehen den Weg Gottes. Gott hat ein immenses Interesse daran, dass wir seinen Weg gehen, und er lässt uns immer wieder kund werden, diesen Weg, und er will uns immer wieder führen auf diesem Weg. Und wenn man das angenommen hat, dass man diesen Weg geht, da ist man unglaublich gesegnet. Der Gott, der meine Zukunft schon kennt, der kann mich natürlich ganz anders führen als ich selber, der nicht weiß, was morgen, was übermorgen in 10 Jahren ist, der nicht mal weiß, ob ich in 10 Jahren überhaupt noch lebe. Und das ist das Tolle, Gott führt uns. Der Psalmist spricht hier im Vers 37 davon halt nicht, wende meine Augen ab, dass sie nicht sehen nach unnützer Lehre, nach all dem Blödsinn, den uns die Welt einflüstert, wie wir zu leben haben, sondern erquicke mich auf deinem Wege, nicht? Und dann ist ja der ganze Text hier nicht ein Lobgesang auf die Befehle und Ordnung Gottes, und der Psalmist schwört und befiehlt sich Gott an, sagt, ich will das immer halten, halt nicht, damit ich auf deinem Wege gehe. Die Bibel spricht da immer wieder davon, ich muss das nicht lange ausführen, halt Psalm 139, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz, prüfe mich, erkenne, wie ich es meine, siehe, ob ich auf bösem Wege bin oder leite mich auf ewigem Wege. Oder Jesus im Matthäus-Evangelium, der davon spricht, dass es einen schmalen Weg gibt, halt nicht, dass der Weg, den Gott führt, nicht, der zur Herrlichkeit führt, und einen breiten Weg, der ins Elend führt. Und das Tolle ist, dass unser Gott ein Gott ist, der uns führt. Und wenn man das erlebt hat, das ist unglaublich erquickend, wie der Herr ihn aus dem Elend dieser Welt rausführt und auf einer vernünftigen Straße führt. Ich bin vor einigen Jahren in Afrika zum Jagen gewesen, im Busch, und da bin ich mit so einem Sandbuschmann, der hat nur ein Drittel von mir gewogen, so ein ganz kleiner Kerl, der sprach nur so eine Klicksprache und wog dann nur 40 Kilo und ich, der hat mit mir dann so einen Busch, hat er dann, wenn man es wild gesucht, und irgendwann hat man kein Wasser mehr, und dann hat er mitten am hellerlichten Tag gesagt, so stehen bleiben, so auf gebrochenem Englisch, und er ist dann noch zurückgelaufen, hat Wasser geholt. Und ich stand dann mitten in der Wüste in Namibia, ich wusste nicht, wo Norden, Süden und Osten ist, weil die Sonne ganz hoch war, und der war nicht da. Oder ich bin nicht so der Furchtsamste, aber eins war mir klar, wenn der jetzt nicht zurückkommt, dann war es das für mich halt. Ich komme da nicht mehr raus. Nicht? Und so nach 3 Stunden ist er dann wiedergekommen, das war ein tolles Erleben, denn dann hatte ich wieder Führung in der Wüste. Nicht? Dann wusste ich, wie ich hier rauskam. Ich hätte da nicht wieder rausgefunden, für den kein Problem halt. Nicht? So, das war unglaublich erbaulich, nicht? Als ich den so am Horizont erscheinen sah, wie der lief, der ging gar nicht langsam, der joggte so richtig bei der mörderischen Hitze, nicht? Kam der auf mich zu und ich wusste, da kommt meine Führung, nicht? Meine Führung raus eben aus dieser Wüste. Und wisst ihr, noch viel wunderbarer ist es, dass ich einen Herrn und Heiland, dass ihr einen Herrn und Heiland habt, der uns aus der Wüste dieser Welt immer wieder rausführt. Dass dieser Herr und Gott uns klar sagt, was richtig ist, wie es funktioniert. Und er sagt, wie Leben funktioniert, dass wir uns nicht selber darüber Gedanken machen müssen, sondern dass wir uns führen lassen können. Wisst ihr, als ich da in Namibia in der Wüste war, da wäre ich nicht auf die Idee gekommen, nicht eine Sekunde zu sagen, ich gehe nicht den Weg, den dieser Sandbuschmann, der hier aufgewachsen ist, der sich hier auskennt, wie der Westentasche hinterher zu gehen, und hätte gedacht, naja, der Olaf Latzel, der zeigt mal, wo der Weg lang geht, nicht? Nie eine Sekunde wäre ich drauf gekommen, sondern ich bin hinter dem hergedackelt, wie so, was weiß ich, mein Hund hinter mir halt, nicht, wenn ich mit ihm spazieren gehe, der geht auch nicht weg von mir halt, nicht? So bin ich hinter dem her. Und wisst ihr, genauso mache ich es mit unserem Herrn und Heiland. Denn genauso wenig, wie ich eine Ahnung hatte in Namibia, in der Wüste, genauso wenig habe ich eine Ahnung, was gut für mein Leben ist letztlich. Aber der Gott, der mir das Leben gegeben hat, der in seinem Buch schon alle meine Tage geschrieben hat, der weiß, was für mich gut ist. Und der führt mich. Und das ist erbaulich, das ist erquicklich, das zu erleben. Da fragen die Leute immer wieder, ja, wie erlebt man das denn? Wie erlebt man das denn, die Führung Gottes? Wie kriegt man das denn mit? Hat man da auf einmal so eine Offenbarung, das, was vom Himmel fällt? Steht auf einmal so ein Wegweiser mit so einem Engel, der sagt, Latzel, hier nicht da lang, sondern wie geht das? Ich will das nochmal kurz erklären, wie Führung durch Gott funktioniert. Es sind 5 Punkte, ich reiße nur ganz kurz an, da könnte man eine ganze Predigt drüber machen, wie Gott führt. Und wie man das dann erlebt, wie man die Führung annimmt, dass man erquickt wird, dass man gesegnetes Leben führt. Es sind 5 Punkte und die sind auch in der Reihenfolge so zu beantworten. Das erste ist das Wichtigste, das fünfte ist das Unwichtigste. Das erste ist, Gott führt durch sein Wort. Er führt durch sein Wort. Das ist die Gebrauchsanweisung, die Bibel, für gelingendes Leben halt nicht. Du hast eben auch wieder gesagt, Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte, ein Licht auf meinem Weg, heißt ja auch in dem Psalm 119. Wenn ihr wissen wollt, wie Leben funktioniert, wie es nicht geht, lest in der Schrift. Deshalb mein Appell immer wieder, lest in der Schrift, lest in der Schrift. Nicht damit ihr irgendwelche religiösen Pflichten erfüllt, sondern damit ihr hört, was Gott euch sagt. Und da steht alles drin, wie deine Ehe funktioniert, wie dich im Beruf zu verhalten hast, was du gegenüber dem Geld zu tun hast. Alle Antworten. Ich sage das einfach mal grob über den Daumen gepeilt, 90% aller Fragen erledigen sich dadurch, wenn du in der Bibel liest. Da erlebst du die Führung ganz konkret. Ganz konkret. Wenn du Losung liest, wenn du die Bibel liest, wenn du in die bibeltreue Verkündigung gehst,
Gott zu dir spricht. Also das ist das Erste und Wichtigste, kommen im dritten Punkt nochmal drauf zurück. Das Wort Gottes. Was sagt mir das Wort Gottes? Das Erste. Damit ist normalerweise schon alles erledigt. Das Zweite, wenn ich da keine eindeutige Antwort finde, manchmal ist das so, dann ist die nächste Frage, die man sich stellen darf, was hätte Jesus getan? Also erste Frage, was sagt das Wort Gottes? Zweites, was hätte Jesus getan? Wenn ich tief in der Schrift zu Hause bin, dann weiß ich, wie Jesus gedacht hat, wie er gelehrt hat, was er getan hat. Und so soll ich ebenfalls handeln, sagt Jesus. Johannes 13 halt, nicht? Ein Beispiel habe ich euch gegeben, damit ihr tut, wie ich euch getan habe, nicht? Das ist da, wo er den Jüngern die Füße gewaschen hat. Auch das erklärt ganz vieles. Die jungen Leute, die bauen sich häufig mal so Armbänder, nicht? Und da steht dann so drauf, WWJD, what would Jesus do, nicht? Also wenn du es nicht eindeutig aus der Schrift liest, dann denk drüber nach, was hätte denn Jesus getan? Dazu musst du natürlich tief in der Schrift zu Hause sein, um das zu verstehen. Aber auch dann kriegst du klare Wegführung. Ein drittes, wenn ich immer noch keine Antwort habe, dann darf ich fragen, was sagt mir denn mein normaler Verstand? 2. Timotheus lesen wir, bedenke, was ich sage. Der Herr aber wird dich in allen Dingen, wird dir in allen Dingen Verstand geben. Das ist ja uns eigen im Protestantismus, dass wir nicht irgendwie so einen Zugang zum Wort Gottes irgendwie finden, zum Allmächtigen, durch Angucken von Bildchen, wie in der Orthodoxie, oder dass wir irgendwie mit Gesängen oder irgendwie die Kirche als Instanz, wie im Katholizismus halt nicht, uns das eröffnet, sondern wir haben den Verstand, in dem sich der Heilige Geist uns auch offenbart. Und den dürfen wir anschalten. Ich habe das schon mal erzählt, ich habe mit einer Frau zu tun gehabt, die wollte ganz, ganz besonders fromm sein, nicht? Und dann ist die morgens aufgestanden und hat die überlegt, mit welchem Bein gehe ich als erstes Mal aus dem Bett raus? Wodurch gebe ich Gott mehr die Ehre, mit dem linken oder mit dem rechten Bein? Und welches Paar Socken ziehe ich an? Was ist Gott wohlgefälliger? Das ist totaler Schwachsinn, nicht? Also da kann man sich verlieren, da sagt dir der normale Verstand, das ist Gott vollkommen egal, nicht? Also den Verstand dürfen wir einschalten, sollen wir einschalten halt, nicht? Auch da erklären sich manche Dinge. Ein viertes, was gut ist für die Führung Gottes, nicht? Wenn ihr es dann wirklich immer noch nicht erkannt habt, wenn ihr selber ein Wort gelesen habt, nicht? Wenn ihr gefragt habt, was hätte denn Jesus getan? Wenn ihr euren Verstand eingeschaltet habt, immer noch keine klare Führung habt, nicht? Dann ist es gut, dass wir nicht alleine durch diese Welt gehen, sondern dass wir Brüder und Schwestern haben. Was sagt mir Gott durch die Geschwister im Glauben? Ich rate jedem, dass er einen Beichtvater, eine Beichtmutter hat, einen Seelsorger, der sich um ihn kümmert. Nochmal, das muss kein Pastor sein, aber ein gestandener Christ, eine gestandene Christin. Und wenn man dann zu dem oder der geht und sie fragt, dann wird er einem Antworten geben halt. Kolosser 3 heißt es, lehrt und ermahnt einander in aller Weisheit. Als Paulus und Petrus nicht weiter wissen, das waren ja wirklich die Granden des Glaubens halt, nicht? Als sie sich zerstritten haben, wie ist es denn jetzt, Beschneidung, ja, nein? Da sagen sie, komm, wir gehen nach Jerusalem und fragen dort die Säulen der Gemeinde. Und dann kriegen sie eine Antwort. Die lautet nicht, das eine richtig, das andere falsch. Der eine macht Beschneidung, der andere nicht, sowohl als auch. Also, das ist auch hilfreich zu wissen, wenn man nicht selber sieht, wie es weitergeht mit der Führung, wenn man merkt, ich stecke hier irgendwo fest, Brüder und Schwestern zu gehen. Und dann gibt es noch einen fünften Weg halt, nicht? Was sagt mir Gott durch ungewöhnliche Botschaften? Nochmal, das ist das Letzte und Unwichtigste. Aber Gott kann eben auch sprechen durch Zeichen, durch Träume. Allerdings, das möchte ich deutlich sagen, das ist immer zu verifizieren an der Schrift, immer daran zu verifizieren, was sagt Jesus Christus. Ich erlebe das immer wieder in der Seelsorge, dann kommen dann Leute zu mir und sagen, ja, Herr Latzel oder Olli, ich habe mich da neu verliebt, nicht? Die neue Sekretärin und meine Ehe ist doch so in der Krise halt, nicht? Und kann denn Liebe Sünde sein und sowas alles, nicht? Und ich habe so das Gefühl, nicht, als müsste ich mit ihr. Da kann man direkt sagen, du liest mal in der Schrift, was da drin steht, du sollst nicht Ehe brechen. Und dann lass dich nicht von deinen Gefühlen täuschen. Nochmal, man kann das Gott nicht aus der Hand schlagen. Gott tut das auch immer wieder, aber das Primäre ist das Wort. Und wenn man solche Träume, Visionen oder sonst was hat, was Gott ja auch getan hat, Gott hat gegen Biliam durch den Esel gesprochen, nicht? Hat zum Volk durch die Wolken- und Feuersäule gesprochen, gar kein Thema. Aber das ist immer wieder zu verifizieren eben an der Schrift und an dem, was Jesus getan hätte. Wenn ich das aber dann mitbekomme, zwar habe ich euch noch ein bisschen länger mal die Methode aufgezeigt, wie das funktionieren kann. Wenn ich das aber erlebe, nicht, dass der lebendige Gott in mein Leben hineinspricht, das ist doch fantastisch. Also ich könnte nicht ohne das sein. Jeden Morgen, wenn ich aufstehe, bitte ich Gott darum, dass er mein Leben in die Hände nimmt und dass er mich führt. Auch wenn ich da vorne am Abendmahlstisch stehe halt, nicht? Ich stelle mich ja immer, wenn ich reinziehe, da vorne hin. Das ist jetzt nicht irgendwie nur ein rituelles Geschehen, so das Musterpaste machen, sondern ich gehe hin, lese nochmal Psalm 37, Vers 5 und dann bitte ich im Gebet, Herr, führe du mich jetzt. Ich bin nur ein ganz kleines Licht, ich kann der Gemeinde nichts geben. Bitte führe du mich. Und dann spüre ich das immer wieder, ganz deutlich, klar, der Herr hat mich an dieses Amt gestellt. Dann wird er es auch tun. Und dann kann ich erquickt ans Rednerpult, erquickt auch auf den Kanzelstein. Sonst wird das nicht funktionieren.
weil Gott führt halt nicht. Das ist wunderbar. Wenn man das erlebt, das ist fantastisch, da kann man ins Leben hineingehen. Und vielleicht bist du ja momentan in so einer Orientierungslosigkeit, dass du nicht genau weißt, wie soll es denn weitergehen. Beruflich, privat, gesundheitlich. Lass dich von Gott führen. Nimm das an, egal was es ist, und du wirst sehen, wie Gott dich segnet auf dem Weg, den er dich führt. Das ist das Erste, wo Gott, was uns der Psalm hier sagt, Erquickung schenkt durch seine göttliche Führung. Ein Zweites, wodurch uns Gott Erquickung schenkt, Belebung, ist seine göttliche Gerechtigkeit. Da lesen wir im Vers 40, siehe, ich begehre deine Befehle, erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit. Erquicke mich mit deiner Gerechtigkeit. Das kann man so ein Stück weit erstmal nachvollziehen, wenn man weiß, wie man sich fühlt, wenn einem Ungerechtigkeit widerfährt. Also beispielsweise, stell dir mal vor, ihr seid auf der Arbeit und ihr werdet zu Unrecht beschuldigt, ihr hättet einen Diebstahl begangen. Man hat wirklich nichts gemacht und man erlebt diese Ungerechtigkeit. Also das ist etwas, das einen total runterzieht. Und andersrum, wenn einem Gerechtigkeit widerfährt, dann ist das unglaublich belebend und erquickend. Aber das gilt nicht nur für den irdischen Bereich, wo was weiß ich aufgeklärt wird, dass man kein Verbrechen begangen hat, was man tatsächlich nicht getan hat, sondern das gilt vor allem im göttlichen Bereich. Es ist schön, wenn man von Menschen Gerechtigkeit erfährt, wenn man für das, was man getan hat, wirklich auch dann Lob, Ehre und Dinge bekommt, das ist nett, aber es ist nochmal ganz was anderes, wenn man die göttliche Gerechtigkeit erfahren würde. Wenn der gute alte Luther jetzt hier neben mir stehen würde, was er nicht täte, aber wenn er hier stehen würde und ich würde so ein Interview mit Martin Luther führen und ich würde sagen, du lieber Martin, ich denke, wir würden uns duzen, du lieber Martin, ich würde ihn fragen, was ist denn die intensivste Erfahrung der Erquickung in deinem Leben gewesen? Da wird er wie aus der Pistole geschossen sagen, die tiefste Erfahrung der Erquickung in meinem Leben war, als ich verstanden habe, dass Gott mir seine Gerechtigkeit schenkt. Ihr wisst ja, Luther hat sich 1505 dem Glauben zugewandt. Er hatte noch nicht seine Bekehrung gehabt, ist dann schwarzer Augustiner-Eremit geworden halt nicht. Und dann hat er fast 10 Jahre dort gelebt und hat sich gequält und gequält. Und er dachte, er müsste alle Vorschriften der Bibel einhalten, am Sabbat, also am Sonntag folgende Dinge tun und studieren halt nicht und Buße tun und fasten. Und er war verrückter und intensiver als jeder andere in seinem Orden halt nicht. Das war eh schon der Orden mit der höchsten Bußzucht. Aber Luther war so schlimm, dass sein Beichtvater gesagt hat, du musst aufhören, du musst aufhören. Der hat nachts in seiner Zelle gekämpft mit dem Widersacher halt nicht und er dachte, ich habe keine Chance, Gott schenkt mir keine Gerechtigkeit. Ich schaffe es nicht, vor diesem Gott bin ich verloren. Und das war seine Frage halt nicht und er sagte, ich schaffe es nicht mit meinem Handeln. Und irgendwann, er wird dann Professor für biblische Theologie in Wittenberg, übersetzt er für eine Vorlesung den Römerbrief und als er Römer 1, 16, 17 übersetzt, er nennt das sein Turmerlebnis, da checkt er bei der Übersetzung, dass die Gerechtigkeit Gottes nicht das ist, was man Gott zu bringen hat durch seine Taten, sondern das, was Gott einem überreich schenkt. Als er das verstanden hat, ist das so etwa, wie wenn einer einen Lichtschalter anmacht im Raum. Da wird es auf einmal ganz hell. Da ist er so fröhlich geworden. Das war das Fantastische. Das war seine Erquickung. Das schreibt er immer wieder in den Briefen, halt nicht, was das für eine Begegnung war. Ich bin gerecht, egal was ich für ein schlimmer Sünder bin. Wenn ich nur unter das Kreuz komme nicht, und das Blut des Heilandes mich reinwäscht, halt nicht, da habe ich alle Erquickung. Ich muss und brauche gar nichts mehr zu bringen. Halt nicht. Wir haben es ja zu Beginn gelesen, gesungen im ersten Lied, Stern, auf den ich schaue. Nichts habe ich zu bringen, alles, Herr, bist du. Wir müssen für unsere Gerechtigkeit vor Gott nichts tun, als allein nur glauben an Jesus Christus. Als er das verstanden hat, da hat er die maximale Erquickung bekommen. Wisst ihr, das tut mir so leid, dass ganz viele Leute bei Kirchen mitmachen, in Gemeinden mitmachen, aber von dieser Erquickung gar keine Ahnung haben. Die gucken da nur drauf, nicht wie man so als Christ zu leben hat, vermeintlich, was so richtig ist in dieser Welt, freuen sich an der Gemeinschaft, aber haben überhaupt noch nicht die Erquickung bekommen, die man bekriegt durch das Blut Jesu Christi, was einen reinwäscht und was einen gerecht macht vor Gott. Ich möchte das mal mit dem Bild vergleichen. Wenn du durch diese Welt läufst und wenn du nicht am Kreuz bist, da hast du alle Schuld, alle Sünde auf dir und Schuld trägt, die drückt dich runter. Das macht dich richtig fertig. Ich habe jetzt letzte Woche gelesen von einem Marathon in Marokko. Die Leute werden ja verrückter. Die laufen nicht nur 42 Kilometer, sondern das muss ja immer mehr und immer länger sein. Jetzt gibt es so einen Spezial-Ultramarathon, der geht durch die Wüste in Marokko. Das ist der Marathon des Sablés, heißt der. Das sind 250 Kilometer bei 50 Grad Hitze. Die müssen alles, was sie haben, an Essen mitschleppen halt, nicht? Die übernachten dann auch in der Wüste, da wird es dann bis minus 2 Grad kalt halt. Totaler Wahnsinn.
kriegen zwar ein bisschen was zu trinken, aber sind dann manchmal 5 Tage unterwegs. Das müsst ihr euch vorstellen, du bist 5 Tage in der Wüste, läufst da wie so ein Geisteskranker umher, hast nichts richtig zu trinken, nur Wüste, kannst du nicht mal richtig auftreten halt. Und nach 250 Kilometern bist du dann Ziel angekommen halt nicht und dann kannst du dich endlich unter die Dusche stellen. Dieses Gefühl, das müsst ihr mal so im Moment etwas so was so sagen, der ganze Dreck, der Staub, endlich sauber, reingewaschen, alles super. Und genauso ist es und noch viel schöner unter dem Kreuz des Heilandes Jesus Christus. Wenn wir ohne Vergebung der Schuld bisher gelebt haben und das Ganze auf uns lastet halt, nicht, was wir falsch gemacht haben, das Gewissen klagt uns ja an. Und dann kommst du erstmalig unter das Kreuz und weißt, was Blut Jesu ist, was dich reinwäscht. Halleluja. Wow. Den ganzen Mist, den ich verbockt habe, kann ich alles in das Kreuz bringen. Super. Oh, und dann kommt genau diese Erquickung, diese Refreshing, wie wenn du durch die Wüste gelaufen bist, nicht? Und auf einmal wieder duschen, das ist erfrischend. Oh, da fühlt man sich gleich ganz anders. Und genauso ist es mit dem Blut Jesu Christi, das uns reinwäscht. In der Gemeinde, wo ich Vikar war, habe ich ein altes Gemeindeglied besucht gehabt, das war schwer krank. Der Mann hatte offene Beine, lag im Bett unter furchtbaren Schmerzen, ich habe das schon mal gesagt. Und mir war klar, dem kann ja geholfen werden medizinisch. Und ich habe dann gefragt, warum, was ist denn mit dem Arzt und sowas? Und hat er erklärt, er geht zu keinem Arzt, sondern er will das erleiden. Und dann hat er erzählt, er war bei der SS gewesen und er sagt, ich habe in Russland mit diesen Beinen Kinder totgetreten, Köpfe zertreten. Hat er ganz so erzählt. Und für diese Schuld muss ich leiden, ist ein Strafgericht Gottes. Das war so grausam, natürlich grausam, was er getan hatte, aber auch die Schuld, unter der er litt, nicht, das konnte er sich selber nicht vergeben. Aber ich habe versucht dann zu erklären, Mensch, das müssen Sie nicht tragen, auch für diesen Dreck, für dieses Unmenschliche, was Sie getan haben, ist der Heiland Jesus Christus am Kreuz gestorben halt nicht. Und das können Sie abgeben, auch dafür gibt es das Blut Jesu Christi. Und so ist es einfach auch mit aller Schuld, die wir tragen halt nicht. Wir haben vermutlich keine Menschen getötet, schon gar keine Kinder totgetreten halt nicht. Aber wir haben andere Schuld auf uns geladen. Und das Wunderbare ist, damit können wir immer wieder unter das Kreuz gehen, halt nicht? Und können uns immer wieder mit der Gerechtigkeit Gottes beschenken lassen. Die Gerechtigkeit Gottes ist nicht etwas, was wir zu bringen haben, sondern ist das, was Gott uns überreich schenkt. Und wenn es sein muss, 20 Mal am Tag. Der Teufel, der kommt immer wieder und sagt, du bist ungerecht, du bist Sünder, du bist gar nicht gut genug. Und Jesus sagt, komm zu mir, bring mir nur deine Schuld, gar kein Problem. Das Schlimme, was wir heute in Deutschland erleben, in der evangelischen Kirche in Deutschland, ist, dass in der evangelischen Kirche in Deutschland nicht mehr nach Gottes Gerechtigkeit gefragt wird. In der evangelischen Kirche von Deutschland wird nur noch gefragt nach menschlicher Gerechtigkeit. Wie kriegen wir gerechteres Verhältnis zwischen Mann und Frau hin? Deshalb werden Gender-Institute gegründet. Wie kriegen wir ein gerechteres Verhältnis weltweit hin mit Mangelernährung, mit dem ungleichen Verteilung des Reichtums? Wie kriegen wir Gerechtigkeit hin, halt nicht, dass wir die Umwelt schonen? All diese Fragen, nicht? Danach fragt man und versucht, das menschlich zu lösen. Aber das ist eine Sache, die ist vollkommen belanglos. Das sind wirklich Dinge, das ist nicht Aufgabe der Kirche. Die Aufgabe der Kirche ist, hat den Leuten zu sagen, wie kriege ich einen gerechten Gott, nicht wie kriege ich gerechte Verhältnisse unter Menschen hin. Das andere gibt sich automatisch, wenn ich bei Gott bin. Nur wenn ich ohne die Frage nach einem gerechten Gott versuche, menschliche Dinge zu lösen, das wird immer schief gehen. Und das ist leider das Problem, dass heute nicht mehr in unserer Gesellschaft, in der Kirche gefragt wird, wie kriege ich einen gerechten Gott. Wir fragen nur noch nach gerechten Verhältnissen. Und wenn ich nicht mehr nach einem gerechten Gott frage, dann frage ich auch nicht mehr danach, was das Blut des Heilandes Jesus Christus am Kreuz getan hat. Aber bitte, da wollen wir nachfragen. Fragt immer danach, wie kriege ich einen gerechten Gott? Die Antwort ist ganz einfach. Geh unter das Kreuz und der Herr wird dich beschenken. Er wäscht dich rein. Und wenn du das erlebst, nicht, dann kommt all die Erquickung. Und das möchte ich dir sagen, der du heute Morgen mit deiner Sündenlast gekommen bist. Der du leidest unter dem, was du verbockt hast, nicht was andere in deinem Leben getan haben, sondern wo du Fehler gemacht hast, wo du die Dinge falsch gemacht hast. Da kannst du unter das Kreuz gehen, du kannst es hinlegen und wenn du Jesus mit gläubigem Herzen um Vergebung bittest, dann wäscht er dich rein. Wenn du das erlebst, dann erfährst du die Erquickung des Herzens. Deshalb ist Buße auch im tiefsten Innern ein freudiges Geschehen, nicht? Weil wenn man Buße getan hat, nicht, da ist nicht irgendwas, wo man geknickt durchs Leben geht, sondern ganz im Gegenteil. Da ist man erquickt, nicht, und da geht man neu ins Leben hinein, weil man einfach erfrischt ist und neue Kraftzulagen bekommen hat. Das ist das Zweite, wo wir Erquickung erleben, halt nicht durch die göttliche Gerechtigkeit, was der Herr uns auf diesen wunderbaren Rezeptblock geschrieben hat. Und ein drittes und letztes. Die Erquickung durch das göttliche Wort. Nicht das, ach, das ist ein wunderbarer Vers halt, nicht? Psalm 119, Vers 50 heißt es hier, das ist mein Trost in meinem Elend, dass dein Wort mich erquickt. Dass dein Wort mich erquickt. Ich habe das eben schon zu Beginn gesagt, halt nicht. Erquickt kommt von diesem Quick,
lebendig machen. Wir haben das noch im Sprachgebrauch, nicht? Er ist quicklebendig, nicht? Der ist gar nicht krank, der war doch quicklebendig. Gestern habe ich ihn noch gesagt. Das ist eigentlich eine Doppelung, nicht? Heißt besonders lebendig. Haben wir manchmal so auch klammheimlich, heißt heimlich, heimlich, sodass wir das besonders stark machen. Quick heißt lebendig machen, neue Kraft kriegen. Und das ist das, was der wiedergeborene Mensch, der geistliche Mensch braucht für sein geistliches Dasein, nämlich das Wort Gottes zur Erquickung, genauso wie der Leib das Wasser braucht. Also wir alle müssen trinken. Wenn wir nicht regelmäßig trinken, dann wissen wir, was passiert. Nach einem Tag haben wir furchtbaren Durst und wir haben schon Mangelerscheinungen. Nach 4 Tagen sind wir tot. Ja, ist so, wenn wir keine Flüssigkeit zu uns nehmen. Und genauso ist es mit dem geistlichen Menschen. Der geistliche Mensch muss auch immer wieder ernährt werden, so wie der Körper mit dem Wasser. So braucht der geistliche Mensch das Wort, das Wort. Und das ist so, wenn man richtig viel und gut getrunken hat, also kein Alkohol, sondern wirklich mit Wasser, so, dann ist man, da geht es einem besser. Ich erlebe das manchmal bei den älteren Gemeindegeschwistern halt nicht. Wenn die nicht genug getrunken haben, dann sind die manchmal vergesslich, können gar nicht. Da kommt der Arzt, gibt es eine Infusion, die trinken wieder und 2 Tage später sind die wieder voll da. Da hat man sich schon Gedanken gemacht, meine Güte, müssen jetzt auf die Intensivstation. Nee, einfach nicht genügend Wasser. Und genauso ist es mit dem Christenmenschen halt, nicht? Christenmenschen ohne Wort Gottes, also ohne Bibellese, ohne Verkündigung des lebendigen Wortes, da gehst du runter, da bist du kraftlos, da ist dein geistlicher Akku leer. Aber wenn du am Wort bleibst und im Wort geborgen bist, da gibt es Erquickung halt, nicht? Da ist immer Dampf da halt, nicht? Da ist Lebendigkeit da. Wenn ich euch so die Hausaufgaben aufschreibe, habe ich ja heute auch wieder getan unter dem Predigtzettel halt, nicht? Oder wenn ich aufrufe, Wort zu lesen, nicht? Nicht damit ihr irgendwelche religiösen Pflichten erfüllt, nicht? So nach dem Motto, das müssen wir ja machen, wir sind in Martini, da musst du 2 Kapitel am Tag lesen, nicht? Das sage ich euch deshalb, damit ihr Erquickung habt, damit ihr Dampf am Akku habt halt, nicht? Dass ihr aufgebaut seid, dass ihr geistlich lebendig seid, das ist ganz wichtig. Wenn man das dann hört, wenn der lebendige Gott zu einem spricht, ich sage immer, lest die Kapitel halt nicht und werft eure Netze auf und guckt, was der Herr euch da sagt halt nicht. Das ist so wunderbar nicht. Und das zu erleben, wenn der lebendige Gott zu einem spricht. Ich habe euch nochmal Josua gelesen, Josua 1, nicht? Da ist Josua in dieser Situation, dass Mose tot ist. Er muss jetzt das Volk ins gelobte Land für eine Mammutaufgabe. Der weiß überhaupt nicht, wie das funktionieren soll. Da sind all diese kriegerischen, hochbewaffneten Völker halt nicht. Er mit dieser zaghaften und verzagten Truppe hinten im Rücken halt nicht. Wie soll das wohl gehen halt nicht? Da kommt der lebendige Gott in sein Leben und sagt zu ihm: Siehe, ich habe dir geboten, dass du getrost und unverzagt seist. Lass dir nicht grauen und entsetze dich nicht, denn der Herr, dein Gott, ist mit dir in allem, was du tun wirst, nicht? Ich habe mir vorgestellt, was ist das für eine Erquickung für den Josua gewesen, nicht? Der denkt an all das Irdische, was vor ihm liegt, und dann kommt der Herr und sagt, geh mal da schön rein, ich bin schon mit dir und du kannst ganz getrost sein. Und dann ist nur eins wichtig, dass du so ein Wort richtig annimmst, nicht, dass du darauf vertraust. Und da kannst du auch erquickt und mit neuer Kraft hineingehen. Wenn du dann so sagst, ja, ist das jetzt wirklich wahr gewesen? Weißt du eigentlich, was da vor mir liegt, nicht? Dann zerstörst du alles. Nein, das Wort, nicht? Das müsst ihr annehmen, das göttliche Wort, nicht? Das müsst ihr euch reinziehen. Ich habe ja von einem Rezept hier gesprochen, wie die Medikamente, nicht? Ich sage das immer wieder, die stellt ihr auch nicht auf den Nachttisch und guckt euch dann so an, so eine Salbe oder so ein paar Tabletten, lest den Beipackzettel durch und schluckt die Dinger nicht runter oder schmiert es nicht auf die Haut. Genauso müsst ihr das mit dem Wort Gottes machen. Anwenden, richtig nehmen halt, nicht darauf vertrauen, nicht? Petrus, der hat die ganze Nacht nichts gefangen, Lukas 5 halt, nicht? Oh, abgekämpft, nicht? Da kommt er wieder zurück an See Genezareth und da steht der Heiland. Er sagt, fahr nochmal raus, wirf die Sätze nochmal aus, totaler Schwachsinn. Aber dann sagt er es, wir haben die ganze Nacht nichts gefangen. Aber auf dein Wort will ich die Netze auffangen. Und dann erlebt er Erquickung, finanzielle Erquickung, wie so eine, die da gewesen, spielt aber auch dann gar keine Rolle mehr, halt nicht. Da gibt es auch Wahnsinn halt nicht. Wenn ihr das Wort Gottes aufnimmt, dann werdet ihr immer wieder Erquickung finden halt nicht. Und ich könnte euch jetzt Geschichten erzählen, dann sind wir wirklich heute Abend noch da, wie mir das gegangen ist, nicht. Wie mich das Wort erquickt hat, nicht. Letztes Jahr da im Predigtstreit halt nicht. Ich weiß noch, da habe ich auch schon ein bisschen gedacht, ne, wird's werden, wirst du Beamter bleiben, ja oder nein, schmeißen wir dich raus, wie wird's denn alles werden? Und dann weiß ich, da hat der Herr mir in einer Woche 5-mal den Psalm 91 gegeben. 5-mal. Da haben mir Geschwister E-Mails geschrieben, Briefe geschrieben, nicht? Und da haben sie mir wieder dieses Wort zugesprochen, nicht? Psalm 91, Vers 11 bis 13. Er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Dass sie dich auf Händen tragen und dein Fuß nicht an einen Stein stoßest. Über Löwen und Ottern wirst du gehen und junge Löwen und Drachen niedertreten. Wisst ihr? Einfach angenommen. Habe ich einfach runtergeschluckt. War die Medizin, die Gott mir gegeben hat, durch andere Brüder und Schwestern, sofort angenommen. Und wenn du das annimmst, dann ist auf einmal wieder Feuer da. Da wird der Akku wieder geladen. Nicht, da wird der geistliche Mensch stark. Dann wird das irdische klein. Was können wir denn irgendwelche Typen drüben im Landeskirchenamt tun? Nichts, wenn der lebendige Gott auf meiner Seite ist. Gar nichts. Nicht? Dann kriegst du das. Du wirst über Löwen und Ottern gehen.
Allerreich. Da habe ich mir vorgestellt, was wir jetzt alles machen. Das ist so erquickend halt, nicht? Das hat mir so viel gegeben. Das ist fantastisch halt, nicht? Wie das Wort Gottes einen erquickt. Oder andere Sache, als ich damals angefangen habe, den Dienst hier in Martini 2007, das war ja auch nicht alles ganz einfach. Wir hatten ja ziemlich viel Konflikt in der Gemeinde, das muss ich nicht weiter ausführen. Die Altgedienten wissen das halt nicht. Und war nicht ganz so einfach. Und ich hatte auch wieder so eine Situation, da war ich so ein bisschen gedacht, Mensch, wie wird es denn werden, wie schön war es in der alten Gemeinde, wie schwierig ist es hier. Da hat mir Huntemann einen Brief geschrieben, unser alter verstorbener Pastor. Und der war ja nur, wie er war, nicht, also nicht ganz einfach, aber der hat nur einen Brief geschrieben, da schrieb der auf den ganzen Brief einen großen Satz nur drauf halt, nicht? 1. Korinther 16, 13, da heißt wörtlich, nicht wie in der Lutherbibel, so ein bisschen wieder so gegendert übersetzt, da steht wörtlich, wacht, steht fest im Glauben, seid männlich, seid stark. Und männlich und stark hat er unterstrichen halt, nicht? So, nur dieses eine Wort. Und ich habe diesen Brief gelesen, habe gedacht, Mann, Latzel, was bist du für eine Heulsuse halt, nicht? Gottes Wort kommt und das hat mir so richtig Erquickung gegeben halt, nicht? Manchmal ist Erquickung ja auch so, da brauchst du mal einen Tritt halt, nicht? Es ist nicht nur so, dass du einen getröstet wirst, nicht? So der gute Hirte tröstet ja nicht nur, manchmal muss er auch treten und sagen, Mensch, steh mal zu dem, wozu ich dich gemacht habe halt, nicht? Also es war so unglaublich erquickend. Ich lese dieses Wort, die Situation ist ja noch genau dieselbe, wie sie vorher war, aber dieses eine Wort, bam, reißt alles auseinander halt, nicht? Und das könnt ihr auch erzählen, nicht? Wenn ihr morgens Losungen gelesen habt, habt gedacht, meine Güte, das passt so in meine Situation. Oder wenn ihr in der Predigt wart, denkt, Mann, das ist doch quasi nur für mich. Ich habe das hier schon erlebt, da kommen Leute zu mir und sagen, hatte ich meine Frau angerufen? Ich sage, nee, wieso? Ja, weil das war meine Predigt. Sagt, da musste ich bei der Frau bedanken, die hat nicht angerufen, das war der lebendige Gott, der zu dir gesprochen hat. Und auch nicht der Pastor Latzel, das war nur der lebendige Gott. Aber das ist eben, was das Wort Gottes tut. Es schenkt Erquickung halt, nicht? Und da könnt ihr heute nochmal danken, für all die Erquickung, die ihr durch das Wort Gottes bekommen habt, in schweren Zeiten, wenn er traurig war, wenn er krank wart halt nicht, aber ihr dürft darauf auch hoffen, dass in der nächsten Zeit der lebendige Gott immer wieder in seinem Wort bei euch ist und dass er euch erquicken will. Und nochmal Wochenspruch, und jetzt komme ich so langsam zur Landung, der Wochenspruch, Heilandsruf des Herrn Jesus Christus, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und darauf darfst du dich verlassen, der du heute Morgen mit Mühsal und mit deinem Beladensein gekommen bist. Das darf ich dir im Auftrag Jesu nochmal neu zurufen. Dieses Wort gilt dir. 350 Leuten auch noch anders, die heute hier sitzen, aber ganz besonders dir. Er will und wird dich erquicken. Du musst nur zu ihm hinkommen. Und du kannst zu ihm hinkommen, wenn du in sein heiliges und lebendiges Wort trittst. Eine Möglichkeit ist beispielsweise, die Hausaufgaben zu machen. Da habe ich dir einiges aufgeschrieben. Das, was du da drin liest, nimm an und freu dich drüber. Die Predigt überschrieben, ein Rezept voller Erquickung. Das erste, die Erquickung durch die göttliche Führung. Das zweite, die Erquickung durch die göttliche Gerechtigkeit. Und das dritte, die Erquickung durch das göttliche Wort. Und ich möchte schließen, so wie ein Arzt, der einem dann das Rezept rüberschiebt und sagt, hier haben Sie das Rezept, der aber seinen Patienten kennt und sagt, aber wenden Sie es auch an, schlucken Sie die Tabletten und schmieren Sie die Salbe drauf. Und so möchte ich es Ihnen und euch auch sagen, nicht als euer Arzt, sondern als euer Pastor halt, nicht? Das, was Gott euch an Führung schenkt, das nehmt an. Das, was Gott als Gerechtigkeit in seinem Blut für dich bereithält, das nehmt immer wieder an und komm unter sein Kreuz. Und das, was Gott dir in seinem göttlichen Wort bereithält, da stell dich immer wieder drunter auf, dass der Herr dich erquickt. Wend es an, schluck's runter und vertrau darauf. Möge der Herr diese Predigt an deinem Leben und deinem Glauben segnen. Amen. Und der Friede unseres lebendigen Gottes, der sehr viel höher ist als alle unsere menschliche Vernunft, er bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem auferstandenen und lebendigen Herrn. Amen.